Hello guys, I'm going to watch another episode of Given, episode 7. Oh Gott, oh nein. Das ist seine erste Liebe? Oh nein. Mir tun mir alle wirklich leid. Ihr tun mir wirklich alle super leid. Ach du meine Güte. Aber warum wohnt er bei ihm? Ich lasse doch nicht jemanden, in den ich heimlich verliebt bin, bei mir wohnen, oder? Das macht doch alles nur noch viel schlimmer. Ach du mein Gott. Ja, ich liebe so ein Drama, das ist super. Ach. Je verzwickter, desto besser. Ja, diese Tasse hat eine Bedeutung. Ich habe ein Bild gesehen und von einem Comic und anscheinend hat er mit seinem verstorbenen Liebhaber doch mehr gehabt. Ich dachte erst, ist das der andere, aber da hat er keine schwarzen Haare gehabt. Nein. Ich warte nur drauf, bis er seine Liebe gesteht und er seine Liebe gesteht und wie das dann die Band beeinflusst. Ach, oh Gott, oh Gott. Ah, es geht diesmal mehr um ihn in der Folge, okay. Ja, wenn du wüsstest, warum, würdest du dich bestimmt nicht wundern. Kinder, warum sitzt ihr euch nicht einfach zusammen und sprecht, wie Erwachsene das so tun? Hinsetzen und sprechen. Das ist aber auch wirklich fies. Er weiß, er hat gegen diese Person keine Chance. Diese Person wird immer in seinem Herzen bleiben. Das ist schon echt gemein. Ich glaube, irgendeiner in der Serie wird explodieren, weil er seine Gefühle immer unterdrückt. So ist das immer, ja. Wenn er sich nicht mit ihm ausspricht, dann wird das noch schlimmer. Oh. Er weiß es. Oder ich denke, er vermutet es. Sagt, Bullseye!
Also weiß er, dass er auf Jungs steht? Ich meine, weiß er das selber auch? Ja, du kannst es nicht mehr, du kannst es nicht mehr verbergen, nein. Ah, das ist gut. Das ist echt gut, dass sie so damit umgehen. Das ist sozusagen sein persönliches Erwachen. Aber zumindest weiß er jetzt, woher die Gefühle kommen. Natürlich ist es in Ordnung. Niemand wird dir deswegen böse sein. Aber gleich verstehe ich schon. Du wusstest, dass sie keine Chance hat. Wie immer sowas rein interpretiert wird. Oh, sie tragen gemeinsam den Müll raus, also müssen sie sich mögen, oder? Auf der anderen, ich bin ja böse, was sie gemacht hat, aber auf der anderen Seite, ohne das hätte er wahrscheinlich nie realisiert, dass da was nicht stimmt, das in seinen Gefühlen. Ich meine, das ist natürlich, muss natürlich für die Story so sein. Ohne wird er ja nie vorankommen. Wenn du wüsstest, über wen er wirklich denkt. Ich möchte nicht mehr von seiner Vergangenheit sehen. Ich will das wissen. Ich habe so das Gefühl, auf diesem Live-Auftritt wird irgendwas passieren, irgendwas Confession Time. Wie macht er das? Ich meine. Sozusagen bin ich, er hat die ganze Nacht geübt, jetzt ist er eingeschlafen, oder? Oh Gott, wie süß. Bitte lass sie miteinander sprechen, bitte, bitte, bitte.
wieder, dass das um drei Ecken läuft. Oh Gott. Oh Gott. Dieses Geräusch. Oh, oh nein. Ja, das ist so perfekt. Ja. Dankeschön. Oh Gott. Und die Hände. Der Obergau wäre jetzt, wenn er wach ist. Er hat das nicht mitgekriegt, oder? Mit den Händen. Ich glaube, er braucht diesen Song, um sich frei zu kämpfen und diesen alten Gefühlen. Das ist gar nicht so schlecht. Oh Gott, das muss ihn hart getroffen haben, oder? Oh Gott. Ja, absolut. Das ist auch absolut meine Meinung. Das kann die ganze Band in Chaos stürzen. Wenn ich das war, so eine holprige erste Liebe, die im Chaos endet und Schmerzen. Oh Gott, und hat sich. Ist es Liebe auf den ersten Blick? Natürlich. Ist auch ein bisschen so das Klischee der Sommer, der erste Sommer. Er hat gedacht, dass er nie so wird wie er, oder? Ach, es ist so ein Charakter, der immer so ein bisschen traurig. So ein Charakter, den du nicht greifen kannst. Oh Gott. Kinder, warum macht ihr das? Oh Gott. Also einerseits ist er neidisch auf ihn, auf der anderen Seite kann er aber auch nicht ohne ihn, oder? Der lässt ihn bei sich wohnen und der andere hat aber einen Partner, oder wie? Und er weiß, dass er in ihn verliebt ist? Was ist denn das für eine Konstellation? Okay.
Jetzt möchte ich aber wissen, hat er ihm jemals gestanden, was er im Film findet? Oder vielleicht haben sie gemerkt, dass sie nicht zusammenpassen. Dass zwar da Anziehung ist, aber es funktioniert einfach nicht. Wie es ja manchmal so ist. Warum übt ihr nicht gemeinsam alleine? Wäre doch perfekt. Es ist aber krass, wie schnell er das gelernt hat in einer kurzen Zeit. Wie gut das klingt. Natürlich! Du kannst ja nicht immer nach unten gucken. Oh, du machst ihn fertig! Nur noch eine Woche, oh Gott. Ja, das möchte ich genau wissen. Das. Ach, dass er mehr Zeit hat zum Üben? Das ist echt schwierig. Ich meine, er hatte so ein bisschen so eine Schreibblockade im Moment. Was ist dein Plan? Da steckt dir ein Plan dahinter, oder? Da jetzt ein ernstes Gespräch mit ihm. Bestimmt was und redet ihm ins Gewissen. Garantiert. Endlich sagt's mal jemand. Ja, endlich. Ich glaube, die beiden sollten sich auch mal unterhalten.
Oh Gott, ich hoffe, die haben keinen Unfall. Nee, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Die müssen beide ihre Gefühle in Einklang bekommen. Sonst geht das gar nicht. Oh, das sind aber harte Lyrics. Vermutlich, wenn man in jemanden verliebt ist und weiß, das wird nichts, dann passt das ganz gut. Ja. Meine Meinung, was ich befürchte, dass die bis zu dem Auftritt das nicht hinkriegen mit ihren Gefühlen, dass die das nicht schaffen zu sprechen. Die haben zwar einen Auftritt und alles läuft gut, aber dann explodiert alles. So habe ich das Gefühl. Und auch mit den anderen zwei, die haben auch so viele Baustellen, das muss auch irgendwann explodieren. Aber dann richtig. Ach, du meine Güte, das ist sowieso, wenn man weiß, da baut jemand gleich einen Autounfall und man kann nur zuschauen und kann aber nicht helfen und weiß, das Ganze endet dann in absolut Chaos und Drama und Tränen. Ach du meine Güte. Ah, das ist so toll, das anzuschauen. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht bin ich einfach nur, habe ich einfach nur eine fiese Art. So, I hope you like my live reaction. If you did, leave me a comment. Push the like button or subscribe for my live reactions. And thank you for watching. Bye bye.